Es gibt so ein Format, da zeigt man, was man in seinen Taschen so drin hat. Und da dachte ich, wir zeigen heute einfach mal, was hier ist in unserem Rucksackinventar drin. 4, 8, 12, 16. Ich habe 18 Mal Wassermelone. Boah, das hört ja nicht auf! Hey Leute! Was geht? Mama Daniel hier mit. Baby Kahn, Hallöchen! Und Horst ist heute auch dabei. Hallöchen, Horst! Wo bist du denn? Boah, ich klang gerade ja schon fast wie meine Mutter. Ja, ich weiß. Wie Oma Olivia. Ich hoffe, meine Stimme klingt nie so. In deinem Zimmer? Oh doch. Baby Kahn, ich hab so ein Video gesehen auf diesem YouTube. Pass auf. Es gibt so ein Format, da zeigt man, was man in seinen Taschen so drin hat. Also ich habe momentan nur Kleingeld. Und das gucken sich total viele Leute an. Ja, und da jetzt? Dachte ich, wir zeigen heute ja, wir sind aber nicht auf YouTube. Nein, was in unserem Rucksack. Mama Daniel, das ist das echte Leben. Ja, aber wir können doch mal gucken, was in unserem Rucksackinventar drin ist. So, oder? Stimmt. Ja. Stimmt. Weil wir haben ja jetzt eine ganze Weile nicht so intensiv reingeschaut. Vielleicht hat sich da ja einiges angesammelt. Außerdem hatten wir ja gesagt, wir wollen die Pets, um die wir uns nicht kümmern können, verschenken, damit sich jemand anderes freut. Und da können wir ja mal einen Überblick uns verschaffen, wie viele das sind. Ja, okay, das können wir gerne machen. Wollen wir das hier zu Hause machen? Gute Frage. Ich würde sagen, wir gehen raus dazu, oder? Ja, würde ich auch sagen, sonst ist es hier zu langweilig. Wir können ja auf die Adoptionsinsel, da ist immer was los. Ich fliege mit meinem Hoverboard. Oh, warte. Baby René und Baby Claudio sind hier. Ich muss einmal kurz zu denen, okay? Du kannst schon mal vor. So, ich guck mal, ob die hier bei Baby René sind. Was machst du bei denen? Ich muss denen nur kurz was sagen, was ganz wichtig ist. Oh, ich glaube, die packen gerade Eier aus, Baby Kahn. Oh, wo denn? Das steht im Chat. Vielleicht sind sie im Adoptionszentrum. Das kann sein. Ja, sie sind hier. Ah, warte. Hier ist dieser Riss. Ja, sehr schön. Baby Kahn, willst du die Risse in unserer Brücke mal sehen? Ja. Die sind sehr beunruhigend. Oh, okay, ich komme. Ich habe dir nur gesagt, dass sie stinken. Wow. Ja, musste sein. Welche Brücke denn? Die, über die man direkt drüber muss, wenn man auf die Adoptionsinsel geht. Ja, okay, geht. Wo denn? Guck mal ins Wasser. Also hier beim Wasser. Ja. Achso, hier, okay. Und auf der anderen Seite auch? Ja. War der vorher noch nicht da? Nee. Okay, langsam mache ich mir auch Sorgen. Ja, okay, lass uns heute mal unser Inventar zeigen. Los geht's. Ja, okay, wir können das ja hier machen. Okay, mit was wollen wir, von oben nach unten oder von unten nach oben? Ja, ich will von oben nach unten. Nee, von unten nach oben ist besser. Machen wir die Haustiere als letztes. Gut, also ihr könnt sehen, dass ich... Oh, ich habe noch ein großes Geschenk, das mache ich mal auf. Ich habe noch zwei kleine Geschenke. Ja, die musst du dann aufmachen jetzt. Unbedingt öffnen. Und ich habe ein neues Spielzeug für Horst. Ich habe eine Hundeleine bekommen für die vielen... Baufis, die wir so gefunden haben. Ich habe noch ein Geschenk. Das packe ich auch gleich auf. Ja, mach das. Oh, Horst hat Durst. Ein Fußball. Ein Fußball. Ich gehe kurz zu Shane. Ich lasse Horst kurz da. Der hat Durst. Eine Sekunde. Und dann können wir weitermachen. Okay. Okay, was für Spielzeuge haben wir denn? Boah, ich habe voll viel, fällt mir auf. Oh, ich auch. Also, ich habe natürlich eine Trade-Lizenz. Ja, die habe ich auch. Dann habe ich so ein T-Rex-Spielzeug. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4 Stick-Throw-Toy, also so, so ein Stock. Dann habe ich so ein Knochen für Hunde, so Gummi. Und dann habe ich 5 Fußbälle. Dann habe ich 5? Ja, ich habe einen Snowball-Launcher. Dann habe ich noch so einen Knochen. Zweimal eine Hüpfstange. Peppermint-Disc? Oh, das ist ja cool. Okay, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Zeppelin-Ballons. Dann habe ich was fürs Schwimmen. Einmal so einen Ring und so eine Matratze. Dann habe ich 3-mal Ice Cream Rattle, 2-mal ein Herzballon, dann habe ich Schwimmflügel, dann so ein Eyeball, Steel Drum, Sparkler, was ist das? Oh, guck mal! Ich wusste gar nicht, dass ich das habe. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Dann habe ich noch einen Ballon. Was wir so finden? Dann habe ich noch einen Ballon, Zeitung, Frisbees, so eine Leine beziehungsweise zum Spielen. Dann habe ich den Limo-Stand. Baby Kahn, so apropos Limo-Stand, kauf dir doch eine Limo bei mir, du hast Durst. Ach so, ja. Ja, was hast du denn für Spielzeuge? Okay, also ich habe natürlich auch die Trade-Lizenz. So ein Teddybär und hier so eine T-Rex-Rassel. Dann hier so ein Wurfspielzeug, auch für Hunde. Das habe ich auch nochmal als Knochen. 2 Fußbälle habe ich. Okay. Den Snowball-Launcher habe ich auch. Ja. Die ganzen Winterspielzeuge habe ich auch. Mhm. Dann habe ich hier so ein Zeppelin. Ja, zeig du mal weiter. Ich hole mal kurz Horst.
Ja, mit dem kann man schweben. Dann habe ich hier noch eine Stahltrommel. Die ist sogar ungewöhnlich. Ich weiß gar nicht, ob man die kaufen konnte irgendwann mal. Hier habe ich eine Proteinflaschenrasse. Ach ja, hier habe ich ein, wie heißt das? So eine Luftmatratze. Und einen Bumerang habe ich auch. Über den freue ich mich sehr. Hier ist so eine Drohne und Kauspielzeug und verschiedene Leinen. Also einmal für Mäuse und für Hunde. Ein Xylophon. Und zweimal habe ich einen Grappling-Hook. Habe ich den auch. Den Demostand natürlich. Und dann drei Propeller. Also cool. Eigentlich auch ziemlich viele coole Sachen. Okay, was hast du für Fahrzeuge? Ich habe einmal kurz hier das von dem Halloween-Event. Ja, oh, die Kutsche, die war ziemlich cool. Dann habe ich zweimal so hier so ein Pizza-Einrad. Ja. Dann habe ich so ein normales Einrad. Und dann habe ich noch meinen Mini Cooper. Und das war's. Ach, hast du nur ein Auto? Fahrzeuge habe ich nicht so viel. Ja. Ich habe hier einmal das Bananen. Oh, das ist so cool. Das hatte ich, glaube ich, aus einem Geschenk bekommen. Ja, das ist richtig selten. Dann habe ich mein Hoverboard. Das finde ich richtig cool. Also das Hoverboard, das ist fantastisch. Will ich da habe ich jedes haben. Mal Angst, wenn ich meinen PC verlasse, dass Baby Claudio und Baby René sich das klauen. Dann habe ich diesen Sportwagen, mit dem ich meistens fahre. Der ist aber sehr schnell, deshalb passieren mir da ab und zu Unfälle. Dann diese Limousine, damit wir alle mal in den Urlaub fahren können. Kannst du mal nochmal fahren? Coole Sache. Cool. Ja. Oh, ich muss kurz ins Krankenhaus. Hast du noch weitere Fahrzeuge? Natürlich. Ich habe hier dann auch nochmal dieses Pizza-Einrad. Und ein Surfboard. Aber ich glaube, mit dem Surfboard kann ich nur auf Wasser mich bewegen. Und dann habe ich noch ein pinkes Auto. Das hat ja meine Mutter sich letztens von Jan. Ach so, stimmt, ja. Du hast aber viele Fahrzeuge. Ja, und dann habe ich noch so eins hier. So eins, wie du auch rein hast. Also beim Essen also ist es relativ unspektakulär. Bis auf diesen Zaubertrank, den trinke ich jetzt auch. Nein, was ist das denn für... Oh nein, du. Schon wieder. Das ich sieht bin wieder so super schlau. Aus. Ich bin Dr. Baby Khan. Okay, so, was hab ich denn noch? Also, ich habe 4, 8, 12, 16... Ich habe 18 Mal Wassermelone, ein Taco. Das ist einiges. Zweimal Brause, einmal Butterbrot. Dann habe ich 11 Mal einen Himbeerkuchen, 4 Mal Popcorn, eine Pizza, ein Apfel und noch ein Butterbrot. Mir fällt auch auf, dass ich wieder Tacos kaufen muss. So, was hast du alles zu essen? Also bei mir ist, glaube ich, hervorzuheben dieses Ei hier. Oh, cool. Kann man das essen? Ja, das kann man essen. Das ist keins zum Ausschlüpfen. Okay, dann habe ich noch Milchpulver. Das ist noch von ganz am Anfang. Ja, dann habe ich dreimal Kuchen und einmal Heidelbeerkuchen, ein Apfel, Butterbrot, viermal Käse, fünfmal Schokoladendrink. Cool. Dreimal Schinken, der wird einfach nicht leer bei uns. Ein Hotdog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Eiscreme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal Pizza, 4 mal Popcorn. Und dann habe ich noch 5 mal Himbeerkuchen, noch mehr Butterbrot, 2 mal Brause, Tacos und ganz viel Wassermelone. Du hast ziemlich und viel, muss ich Tee. Sagen. Aber du bist ja auch Bürgermeisterin. Das stimmt. Also ich muss immer was zu essen dabei haben. Dann geht es weiter mit unserem Inventar. Also bei Kinderwagen habe ich nur zwei Sachen. Einmal so ein Dreifach und einmal so ein Standard-Kinderwagen. Aber gut, die brauche ich ja auch nicht. Also ich habe bei Kinderwagen habe ich den hier. Den habe ich auch. Diesen Dreifachen. Und dann habe ich noch den hier. Mhm. Und dann habe ich noch den hier, so ein Standard. Da habe ich aber auch wirklich nicht so viel, weil Baby Khan wollte das ja immer nicht, mit dem Kinderwagen durch die Gegend geschoben zu werden. Das fand er immer gar nicht cool. Ich glaube, Baby René hat ein Shiba Inu. Schön für dich, Baby René. Ihr seid krank. Könnt ihr bitte gehen? Ihr steckt Baby Khan an. Ja, okay, so. Was gibt es denn anzuziehen? Also, ich habe einmal so eine Fliege, dann so Hörner, dann habe ich so eine Krone, so eine Art Kette oder Kuhglocke, eine Mütze, eine blaue, dann hier noch Forgotten Flower, das ist ultra selten. Und sagenhaft hier, das hat ja auch unsere Biene gehabt vom Halloween-Event. Warte mal, wo kommt denn jetzt dieser Hase hierher? Wo kommt jetzt dieser, wo kommt dieser Neon-Bunny her? Steht Reborn. Von wo hast du den? Hast du den angenommen? Nein, ich wurde gerade doch gar nicht, hä? Ich hab das doch aus, dachte ich. Hä? Ist das überhaupt deiner? Nein, ja, das ist deiner. Also der läuft mir hinterher, aber... Okay, vom... Ja, da, Mama Danja, hast du jetzt schon wieder... Du sollst doch keine Geschenke annehmen. Wollte ich auch nicht. Hat Claudio mir den gegeben?
Aber der hat doch, glaube ich, noch kein Neon. Das ist ein Neon. Aber ich hatte das die ganze Zeit auf Freunde. Also eigentlich könntet nur ihr. Also, Claudio sagt, Claudio hat mir den geschenkt. Ja, aber schenk den zurück. Das ist nicht fair. Ja, können wir jetzt bitte mit unserem Inventar weitermachen? Ja, bekommst du wieder. Ja, gleich. Ich muss Claudio hier kurz... Ja, ich zeig dann mein Inventar weiter. Ja, also ich zeig mal, welche Haustiere ich habe. Ich habe ja ganz viele mittlerweile. Also ich habe insgesamt 5-mal ein Otter. Dann habe ich noch so ein Faultier. 2-mal ein Hund. Ich habe noch Cracked Eggs. Die kann ich noch aufmachen eigentlich. Oh ja. So, das ist einmal ein Schneepuma. Und was habe ich hier noch? Oh, hier ist ein goldenes Einhorn, Babykahn. Guck mal, wie süß es ist. Nochmal ein Büffel. Ja, so, okay. Dann geht's weiter. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Katzen, 3 Büffel, 4 Schneekatzen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Puma und 11 Füchse, 6-mal den Chocolate Labrador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rabbit. Dann habe ich den Lux, den Luca. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-mal Bunny. 6. Habe ich den Biber, ein Shiba Inu. Ich habe 2-mal Dr. Pai. Und ich habe insgesamt wie viele rote Panda? Das sind 4, 7, 8. 2 Bienen, eine Schneeeule, ein Robodog. Einmal Zoe, einmal Rocky. Und nochmal ein Schneepuma und ein Büffel. So, das war's. Das war mein Inventar, Leute. Oi. Also, Baby Khan, wir müssen ganz dringend... Also, so sehr ich unsere Haustiere alle liebe... Ja, wir müssen sie auf jeden Fall verschenken, weil wir können uns nicht um sie kümmern. Und das ist nicht gut. Ja, genau. Also, ich habe auch noch 3 Cracked Eggs. Die würde ich auch direkt mal aufmachen. Ja, mach mal. Da ist eine Katze drin. Mhm. In dem ersten. Komm schon. Ein Schokolabrador. Und was haben wir hier noch? Noch ein Hund, ein Schokolabrador wieder. Okay, von denen habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ziemlich viele. Also. Dann zeig mal deine anderen Tiere. Ja, ich zeige erst mal, was ich zum Anziehen habe für meine Tiere. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ich habe hier noch diese Knochenflügel. Und du brauchst so lange. Mach das mal alleine. Hast du keine Lust mehr? Ja, aber du brauchst immer so lange. Ja, naja. Dann habe ich hier noch so Eisflügel. Die finde ich sehr, sehr hübsch. Außerdem wollen das die Zuschauer sehen. Und dann habe ich hier noch so Ohrringe aus, wie heißt das? Bernstein, genau. Und eine Krone. Oh, die sollte ich unbedingt mal, die sollte ich Fiona mal aufsetzen. Ich kümmere mich so lange um Zoe heute. Also erst war es Horst und jetzt Zoe. Und dann habe ich hier noch so eine Blätterkrone und eine Kuhglocke. Aber ich habe leider keine Kuh. Gibt's hier Kühe? Ich glaube schon. Das wäre so cool. Und eine blaue Mütze, Nautilus-Muschelkette, Stoßzähne. Und eine weiße Fliege, die finde ich sehr schön, die hat Bunny immer getragen. So, und jetzt zu meinen Pets. In den häufigen Pets, also ich habe 3-mal Dr. Pai, also so einen tasmanischen Tiger. Einen Otter habe ich nur. Nur einen einzigen Otter. 2 Faultiere, 2 normale Hunde, 4 Kätzchen, 3 Büffel, dann einen Triceratops, dann 3 Stegosaurus, 2 Schneemänner und... 6 Schneekatzen. Dann habe ich noch 5 Pumas. Oh Mann, wir haben echt ganz schön viel. Ja, also ihr habt gesehen, unser Inventar, das ist echt viel. Ja, 5-mal so ein Fennec Fox, ein Dingo und dann habe ich hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-mal ein Schokolabrador. Das hattest du, glaube ich, auch. Dann habe ich hier so eine schwarze Fledermaus, den Bruce, Money, ganz wichtig, mein Neon-Pet, mein selbstgemachtes Neon-Pet. Dann habe ich hier 1, 2, 3 Schneepumas, ein Kaninchen. Das ist so krass, weil du hast so viele Kaninchen bekommen. Mhm. Ich ja gar nicht. Dann hier so ein Ochse, ein Luchs. Die waren jetzt noch von dem Winter-Event. 3-mal ein Dilophosaurus, 2 Bunnies. Du hast aber ganz viele Tiere. Ja, verdammt viele Tiere. Dann 4 Biber, 1 Yeti. 4 Shiba Inu. Ui, ich glaube, da wäre Baby Claudio ziemlich neidisch. Dann 2 Säbelzahntiger. 4 rote Pandas. Ein normaler Panda. Und ich liebe diesen normalen Panda. Der ist so schnuckelig. Und dann hier habe ich noch TJ. Also TJ, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht auch noch. Der ist noch von dem Dino-Event.
Und dann habe ich noch zwei Brüder von TJ. Drei Schneeäulen. Fiona natürlich. Aber Fiona habe ich nur einmal. Fiona ist sehr einmalig. Zwei Drachen. Boah, das hört ja nicht auf. Dann habe ich hier noch eine Katze und nochmal Schokolabrador. Also habe ich, glaube ich, insgesamt 10 Schokolabrador und... Ja, wir haben es verstanden, Mama Danja. Wir haben ganz viel. Katzen. Wir haben sehr, 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 sehr viele Pets. Und ganz schön viel Zeug in unserem Inventar, habe ich gerade festgestellt. Da müssen wir was gegen machen, Baby. Ja. Frühjahrsputz. Ganz dringend. Auf jeden Fall. Leute, ihr habt heute unser Inventar gesehen. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir jetzt damit machen sollen. Vielleicht machen wir auch ein Event, oder? Das wäre cool. Ja, wir sollten unbedingt ein Event machen. Leute, am besten abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann, Mama Danja. Auf jeden Fall. Dann bekommt ihr nämlich auch mit, wenn wir hier was mit den Tieren machen. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.